Grüß euch, ich bin der Franz Obereisenbuchner, ich bin 39 Jahre alt, Biobauer. Wir haben 50 Kühe und bewirtschaften 58 Hektar. Also zu den 50 Kühe kommen noch so 15 bis 20 Jungrinder natürlich. Drumherum laufen Hühner und unsere Pfaue. Und das Besondere bei uns ist, dass wir ein Heumilchbetrieb sind. Wir verarbeiten unsere Milch in der eigenen Hofmolkerei zu Frischmilchprodukten und Käse. Der Grund, warum wir die Hofmolkerei gegründet haben, ist, um uns einfach unabhängiger zu machen von Marktgeschehen, vom Milchpreis und damit wir das selbst in der Hand haben. In unserer Hofmolkerei macht man jeden Tag was anderes. Heute steht Butter auf dem Programm. Für die Butter haben wir gestern die Milch entrahmt, den Rahm da im Butterfassel gesäuert. Bei 10 Grad schlagen wir den Rahm so lange, bis ausbuttert, also bis sich die Butterflöckchen bilden und von der Buttermilch trennen. Und wenn wir da eine schöne Konsistenz haben, wird es dann händisch gemodelt. Das heißt also, gemodelt heißt einfach geformt und eingewickelt in Pergamentpapier. Unsere Butter unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch zur Masse, weil wir die Butter im Butterfassel herstellen und weil wir Sauerrahmbutter machen, da wie man es früher auf die Höfe gemacht hat. Und schmeckt angenehm, frisch, säuerlich, lässt sich gut streichen. Bei uns kostet die Butter, wenn man es auf ein 250-Gramm-Stickel schaut, so knappe 5 Euro. Ja, aber es ist halt einfach viel Handarbeit drin und wertvolle Milch, die da drin steckt. Ja. Deswegen rentiert es sich auch nur, wenn wir auch die Magermilch verarbeiten können, machen wir ja auch. Aus Magermilch produzieren wir einen Quark, bei uns heißt das Topfen. Unser Topfen unterscheidet sich, weil wir den relativ althergebracht machen. Unser Topfen wird auch eben 20 Stunden in etwa angesetzt zum Säuern und dann im Leinentuch dann entmolkt. So in so einem gepressten Quark aus dem Tuch haben wir einfach ein bisschen eine rustikalere Struktur, aber auch eine höhere Trockensubstanz, also machen wir ganz bewusst, behält das Volumen einfach schöner und ist auch ein bisschen kräftiger vom Geschmack. Also von Inhaltsstoffen sind unsere Produkte da deswegen anders, weil wir eben unsere Kühe mit Gras und Heu füttern. Deswegen ist das Fett gesünder, weil mehr ungesättigte Fettsäuren drin sind in unserer Milch. Wie wir entschieden haben, dass wir auf Heumilch umstellen, haben wir eine Heutrocknung gebaut, weil wenn wir Heu machen, fahren wir es eben als angewelktes Gras rein und trocknen es dann in unseren Heuboxen fertig. Wir wollen die Blätter vom Klee und von den Kräutern natürlich, weil das ist das, was die Kühe besonders gut schmeckt und wo die Nährstoffe drin stecken. Was ich noch machen möchte, ist eben mich noch ein bisschen unabhängiger machen auf der Energieseite. Wir erzeugen jetzt schon mehr Energie, wie wir verbrauchen mit unseren Photovoltaikanlagen. Wir haben auch einen großen Batteriespeicher mit 78 kW, der uns eben den Photovoltaikstrom auch in der Nacht zur Verfügung stellt. Ungefähr 3/4 unseres Strombedarfs kommt von unseren eigenen Photovoltaikanlagen und 1/4 aus dem Netz. Ja, im Kopf habe ich noch, dass wir auch auf unserer Weide Photovoltaikmodule säen könnten. Also eine Agri-PV-Anlage machen, wo wir beweiden, um neben Gras für die Kühe Strom zu ernten. Und hätte eben den Doppelnutzen dann auch, dass unsere Fläche besser beschattet ist noch und damit nicht so schnell austrocknet. Wäre für uns wirtschaftlich einfach noch mehr Absicherung. Hoffentlich kleines Zusatzeinkommen auch, aber auch ökologischer Gewinn, würde ich sagen. Grünland ist eigentlich so das Nonplusultra für einen Boden, weil in Grünland haben wir einfach einen artenreichen Bewuchs aus Gräser, Leguminosen und Kräutern. Und um uns vor der Trockenheit zu schützen, die ja mit dem Klimawandel zwangsläufig mehr werden, was uns auch unser Eindruck ist, setzen wir auf Tiefwurzler und da eignet sich bei uns am besten die Luzerne.
die wurzelt bis 5 Meter runter und kann dann Trockenheiten überstehen und für Kühe wertvolles Futter liefern. Auf der Weide siehst du, dass die Kühe nichts, das ist kein Einheitspreis, was die zum Fressen kriegen, sondern ganz eine schöne Artenvielfalt eigentlich ist. Jetzt im Herbst natürlich nicht mehr so reich, wie es im Sommer dann immer wieder ist. Da siehst du jetzt so eine typische Stelle. Da ist vor ungefähr 3 Wochen Kuhfladen abgesetzt worden, der jetzt umgewandelt worden ist in Humus. Das haben wir jetzt halt Insekten, Bakterien und Pilze gemacht. Kennt man eigentlich nicht mehr, dass der Kuhfladen ist. Riecht, riecht kühl und ein wenig noch groß. Das ist das Entscheidende. Der Dünger wird da direkt von den Gräsern wieder aufgenommen, in Pflanzenmasse und Wurzelmasse quasi umgewandelt, vor Erosion ideal geschützt. Ja, und so ist es dann insgesamt geschlossener Nährstoffkreislauf. Mir persönlich ist wichtig, dass wir da nachhaltig wirtschaften können. Und wirtschaftlich ist es nur deswegen, weil wir es eben selber verarbeiten können, weil die Produktion ist teurer. Deswegen machen es ja die meisten Bauern auch nicht. Unsere Produkte vermarkten wir eben ja auf die Wochenmärkte und aber auch bei uns im Hofladen. Und da ergänzen wir uns dann auch noch mit Produkte von anderen Bauern aus der Region. Für uns hat die Hofmolkerei Zukunft. Wir haben unsere Stammkunden, die das eben auch sehr schätzen, was wir machen. Und dafür sind wir natürlich auch dankbar. Ich bin schon fest überzeugt, dass was man in der Region erzeugen kann, sollte auch in der Region idealerweise verkauft werden. Die regionale Wertschöpfungskette, auch mit unseren relativ kleinen bayerischen Molkereien, ist ja auch eine Art von regionaler Wirtschaftsweise. Das finde ich auf alle Fälle gut.